Heute machen wir Kartoffelklöße-Auflauf. Dazu benötigen wir einen Topf, geriebenen Käse, Hackfleisch, eine Zwiebel, Butter, Mehl, Paprikapulver, Pfeffer, Salz, Milch, Kartoffeln und ein Topf mit Wasser. Als erstes nehmen wir uns die Kartoffeln und schneiden sie in drei Hälften. Die salze ich dann einmal. Und gehe sie weich kochen. Wenn die Kartoffeln dann auf dem Herd sind, nehmen wir uns eine Schüssel und geben das Hackfleisch hinein. Geben die Zwiebeln hinein. Ein wenig Pfeffer. Ein wenig Paprikapulver. Und ein wenig Salz. In die Schüssel. Jetzt verrühren wir das. Wenn das alles schön verrührt ist, holen wir uns einen Teller und machen uns kleine Bällchen. Wenn die Bällchen dann fertig sind, machen wir die Béchamelsoße. Dafür schmelzen wir jetzt erstmal die Butter. Geben dann ein wenig Milch hinein. Und das Mehl. Das verrühren wir dann schön. Und passen auf, dass es unten nicht anbrennt. Wenn es leicht fest wird, geben wir noch ein wenig Milch hinein. Wenn wieder Klumpen entstehen, geben wir noch ein bisschen Milch hinein. Und das so lange, bis es eine gleichmäßige Masse ist. Ich gebe noch einen kleinen Klecks Milch hinein, salze das Ganze noch ein wenig und verrühre es nochmal. Wenn die Béchamelsoße dann fertig ist, mache ich den Herd aus. Hol dann die Kartoffeln vom Herd. Ich habe schon mal das Wasser hinausgemacht. Und schneide die Kartoffeln in Scheiben in eine Glasplatte. Ungefähr so. Jetzt kommt am Rand
auch noch ein paar Kartoffeln. Jetzt gib dir die Bällchen hinein. Gib dazwischen noch ein paar Kartoffeln. Anschließend gib dir ein wenig Bechamelsoße in jedes Fach. Und zum Schluss geben wir geriebenen Käse von oben hinauf. Das Ganze kommt jetzt bei vorgeheiztem Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze 15 Minuten hinein. Wenn wir das Ganze dann aus dem Backofen genommen haben, müsste das so aussehen. Jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf Gefällt mir und abonniert euch kostenlos auf unserem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.